Was guckst du so sparsam aus der Wäsche? Es gibt es einen auf. Oh. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of all ages, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family lernen fahren! Ja, wie immer, ihr wisst ja, dass wir einen an der Pfanne haben. Wir sitzen hier gerade, es ist bei uns, ich brauche gar nicht sagen, welcher Tag ist, die Kommentare kommen sowieso immer wieder. Das ist heute gar nicht! Ist egal, wir verraten es gar nicht, es ist egal, aber 24 Stunden singen habt ihr gesehen und ihr habt auf jeden Fall gesagt, oder einige von euch, dass wir 24 Stunden reimen sollen. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir das doch. Hier im Vorspann reime ich noch nicht, damit ich euch das erklären kann. Also ganz klar, egal was man sagt. Die Frage ist, ob es einfach eine Antwort ist, ob es einfach so dahergesabbelt ist. Es muss sich immer reimen. Es muss vielleicht nicht immer Sinn ergeben, weil vielleicht fällt einem auch nicht zu jedem Wort direkt spontan Reimen ein. Aber Papa. Moment, lass mich gerade erzählen. Aber es muss sich irgendwie reimen. So, jetzt geht's los. Ich dachte, 24 Stunden reimen. In 5, 4, 3, 2, 1. Besorgst du uns die Butter, Mutter? Du hast doch einen Stich, du. Ist ein Knecht. Du Wicht. Stich. Sticht. Und es sticht. Bei dir ja. Sticht's, du Wicht. Wir sagen, da ist nach 20 Sekunden fast schon einer Nein. raus. Aber sie ist noch nicht raus. Das wäre ja ein Graus. Spielst du Nintendo? Dann mache ein Fendo. Mache Taekwondo. Spielst du Nintendo? Dann ist es Fimfremdo. Keine Ahnung. Spielst du Nintendo? Dann spielst du Simfrendo. Keine Ahnung. Ein Sport mit Stock nennt sich Kendo. Ha! Jetzt hab ich's. Und was glotzt du so? Willst du ein Uso? Benutze die Tasten zart. Bei Mario Kart. Acht. Oder? Acht Deluxe. Der Umgang mit dem TV, den kann sie nicht, die Frau. Das muss ich gerade sagen. Nein, Frau, habe ich gesagt. Frau. Muss ich helfen? Hey, ich hab noch einen rein. Muss ich helfen, den kleinen Elfen? Ja, ganz stimmt. Herr Gott nochmal. Was ist denn hier los? Weiter. Herr Gott nochmal. Herr Gott nochmal, Herr Mott nochmal. Es geht nicht. Es geht nicht. So ein Licht. Herr Gott nochmal. Ich brauche Hilfe. Der Arzt, der braucht den Mittelstrahl. So. Dann werde ich mich meiner Aufgabe widmen. Beim Wrestling gab es mal den Hitman. Beim Wrestling, ich wrestle. Jetzt gibt's Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Das schauen die Kinder und nicht der Opa. Nein, das reimt sich doch nicht. Europa und Opa? Und Kloppo ist ein süßer Hund, aber manchmal stinkt er aus seinem Mund. Außerdem hast du nicht gereimt, gleich wirst du vollgeschleimt. Dann rede ich halt nicht, du Knicht. Ach, Was guckst du mich so an? Vielleicht gibt es einen Brand. Oh. Was stöhnet im Hintergrund so die Mutter? Noch ein bisschen, dann schmeiß ich dich auf den Kutter. Oh. Jetzt guckt sie euch an, die Giraffe. Und wer ist ihr der Affe? Jetzt machen wir erstmal Schluss. Papa, mach die Kamera an. Hab ich schon. Du sollst dich ducken vor dem Spucken. Aber ich spuck ja gar nicht, du weiblicher Wicht. Es reimt sich nicht, du Knecht. Wicht und Willst nicht. Du besser Milch, du Knecht? Wollt ihr etwa fort an einen anderen Ort? Nope. Show. Aber du fährst doch jetzt fort. Willst du weg, du Specht? Willst du weg, du Specht? Willst du weg? Tritt nicht in Dreck. Das würde sich zum Beispiel reimen. Und Boris Becker kommt aus Leimen. Guck mal, die sieht aus wie ich. Aber das ist dann nicht so richtig. Hm. Du kannst ja noch üben. Mit meinen Schüben. Wie die Menschen von drüben. Willst du nichts mehr sagen? Schö, mit Ö. Willst du nichts mehr sagen? Bist schon am Verzagen? So schauet mal, eben war ich allein, das war gar nicht fein. Doch jetzt sind sie wieder da, das ist ja wunderbar.
Wir haben uns eben verlaufen, drum waren wir einkaufen. Na, fällt dir jetzt nichts ein? Nein, das muss doch gar nicht sein. Tja, guck mal hier. So schnieke gehe ich jetzt fort. Ihr wisst es, an einen anderen Ort. Katharina und die Kinder sind unterwegs. Haben wir eigentlich noch einen Keks? So, hallo ihr Lieben. Heute geht's mit dem Reimen weiter. Die Kinder sind auch voll dabei. Ja, und ich fange mal an und sage, ich muss jetzt mit dem Kloppo Gassi gehen. Und das mache ich, weil wir uns so gut verstehen. Vielleicht kein super Reim, aber ich bin nicht die dollste Reimerin. Ist so. A. A? Wieso A? Du reimst ja nicht, das schleimst ja nicht. Ach. Ja, bitte, komm her auf die Bühne. So, jetzt aber. Moment, Lulu will auch einen loslassen. Mensch, so? Du reimst nicht. Und das dann... Das schleimt nicht. Ja. Hast du gesagt, ja. So, später haut Papa noch ein paar raus. Schon wieder mit Träger. Nee, Träger. Nee, mit Krieger. Ich bin der Krieger und der trägt ein Tiger. Tiger. Der trägt Tiger. Ja. So, Klappo. Auf geht's. Los, immer stets. Hopp, hopp. Einen wunderschönen guten Morgen. Vorbei sind alle Sorgen an diesem wunderschönen Samstag, wo man etwas länger im Bette lag. Die 24 Stunden sind noch nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Reime. So, ein, zwei. Was guckst du so sparsam aus der Wische? Dann gibt es einen auf die... Oh. Wobei, sowas sagt man doch nicht, du kleiner Wicht. Aber der war wirklich sehr gut. Hast du auch noch einen Reim auf Lager? Oder bist du ein kleiner Verzager? Es tut mir leid, ich habe keinen Reim. Du kleines Schwein. Nee, Freunde, so haben wir hier nicht gewettet. Gleich werden euch die Hände eingefettet. Die Mutter ist unterwegs mit dem Hunde. Ich hatte heute noch gar nichts im Munde. Das Frühstück musste noch warten. Ich schaute erst in den Garten. Du machst die witzigsten und geilsten Reime. Ja. Der Junge findet es witzig. Eine Diskussion ist manchmal sehr hitzig. Drum schaue ich jetzt, was sich befindet im Schrank und sage dem edlen Spender meinen Dank. Welchem edlen Spender? Derjenige, der es hat gekauft. Es ist niemand mehr da, der noch schnauft. Der Hund ist unterwegs mit der Mutter und aus dem Kühlschrank nehme ich die Butter. Er schaut in den Kühlschrank, doch findet sie nicht. Trägt doch eine Brille, der alte Wicht. Hätte er vorher geschaut auf den Tisch, hätte er die Butter gesehen neben dem Fisch. Es ist ein Glas voll Nutella. Dieses Haus hat keinen Keller. Mutti muss aufs Klo. Sie ist ganz froh. Ja, putz ihn gut ab, den Po. Sonst gehst du nicht in die Disco-Show. So, hey, Disco-Show. Da guckt er schmal aus der Wäsche, der Hund. Sie hängt heraus, die Zunge aus seinem Mund. Oh, auf deiner Nase befindet sich Sabba. Der Gegner von Rocky in Teil 3 heißt Klabber. Ja, das sind jetzt Dinge... Das reimt sich doch nicht. Sabba Klabber. Sabba Klabber. Ich kenne nur Klick. Verbessere mich nicht, wenn du es nicht weißt, du Wicht. Da hält sie sich fest an meinem Beine. Ihr seht sie da unten, die Kleine. Papa, du kannst nicht laufen. Ach. Wie du siehst, kann ich trotzdessen ein wenig laufen. Machst du weiter, dann werde ich dich raufen. Aber das tun wir auch. Der Junge, der steht da und lachet. Oh, jetzt habe ich mir natürlich einen vorgelegt. Der Junge, der steht da und lachet. Dann gibt es einen. Mach es noch lauter, damit es krachet. Ah, du springst. Ach, das. Das passt gut zu Karneval. Da fällt mir das gerade ein. Das passt sehr gut zu Karneval. Und jetzt höre ich erstmal auf mit einem großen Knall. Ted. Der ein oder andere mag es schon wissen. Vorbei ist die Zeit auf dem Sofa mit Kissen. Die Mutti und Vati machen Diät, deswegen gibt es das Frühstück sehr spät. Was sehen da meine Augen? Die Mutti, die will saugen. Da liegt da in der Ecke die kleine Zecke. Ach, drum frage ich nochmal die Kinder. Was macht ihr am Handy bei Tinder?
Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Du sitzt da auf deinem Popöchen. Ich habe doch nur noch eine Frage. Ja. Wolltest du noch was sagen? Falls sie euch gefallen, die Videos mit den 24 Stunden, schreibt es in die Kommentare. Die können wir dann erkunden. Der ein oder andere mag denken, wir sind doch Deppen. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal 24 Stunden rappen. So, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, nehmt's mir nicht krumm, aber die 24 Stunden sind jetzt rum. Was lachet da oben die Mutter? Die schicke ich weg auf den Kutter. Drum werden wir das Reimen nun lassen. Hoffe, ihr habt alles gesehen und hattet nichts zu verpassen. Sollen wir noch ein Video machen mit Rappen? Dann schreibt's in die Kommentare, ihr Deppen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.